Vielen Dank, Michael, und vielen Dank, dass ihr wieder so zieltausendfach heute hier hingekommen seid. Es ist grandios, ich bin wieder überwältigt. Danke dafür. Nach den großen Protesten gegen die Braunkohle in den 80er Jahren war es ja ein bisschen still geworden. Bevor wir dann im Jahre 2007 vor dem Kraftwerksneubau Neurath die erste große Klimademo wieder mit mehreren tausend Menschen gemacht haben. Seitdem waren viele tausend und immer mehr tausende Menschen zu unseren Antikohleketten, zu der roten Linienkette gekommen. Aber das, was wir jetzt in diesem Jahr und hier vor Ort am Hambacher Wald erleben, ist einzigartig. Jede Woche kommen viele, viele tausend Menschen hier in den Wald. Menschen mit Oma, Opa, Kind und Kegel, um auch ihre Solidarität mit den friedlichen Protesten im Wald zu dokumentieren. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Es geht ja nicht nur darum, dass hier einige Ökos Klimaschutz vorantreiben wollen oder den Wald retten wollen. Nein, Klimaschutz und das Retten des Waldes, das Retten unserer natürlichen Lebensgrundlage ist mittlerweile eine Volksbewegung, eine Bürgerbewegung geworden. Und klar ist auch, diese Bürgerbewegung, diese mächtige Stimme wird fortwährend von der Politik in Berlin und in Düsseldorf, von der Bundesregierung und von der Landesregierung ignoriert. Das ist eigentlich der Skandal hinter der ganzen Sache. Der Landesregierung geht es längst nicht darum, hier irgendwie eine Energiepolitik durchzusetzen. Ihr geht es auch nicht darum, hier irgendwelche RWE-Interessen jetzt rein aus energiepolitischen Gründen zu vertreten, sondern dieser Landesregierung geht es letztendlich nur darum, den starken Staat hier durchzusetzen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die Zukunft von uns, unserer Gesellschaft, unserer Kinder. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das können wir nicht länger zulassen, das wollen wir nicht zulassen. Und wenn jetzt Herr Laschet, wenn unser Innenminister Herbert Reul immer noch hingehen und sagen, RWE hätte ein Recht zu roden, dann ist das schlichtweg falsch, es stimmt nicht. Michael hat gesagt, wir vom BUND haben mit unseren Klagen im letzten Jahr dafür gesorgt, dass erstmals seit 40 Jahren die Kettensägen geschwiegen haben, dass RWE im Wald nicht roden konnte. Und wir haben derzeit verschiedene Verfahren auch gegen RWE laufen, gegen die bergrechtlichen Zulassungen. Und die wesentliche Entscheidung, die jetzt ansteht, ist die Entscheidung im Eilverfahren gegen den Hauptbetriebsplan. Und es ist eben noch nicht entschieden, wenn wir obsiegen vor Gericht und wir haben die besseren Argumente, dann wird auch diese Rodungssaison hier ausfallen. Und was derzeit hier im Wald abgeht, ist auch aus dem Naturschutzrecht längst nicht mehr gedeckt. Das zeigt, der Wald ist ein Stück weit aus Natur- und Artenschutzsicht rechtsfreier Raum geworden. Denn seit Wochen schafft RWE ja mit dem Segen der Behörden die notwendige Infrastruktur, um demnächst roden zu können. Hier werden autobahnähnliche Schneisen hier in den Wald geschlagen. Hier wird hektarweise schon Wald rausgeholzt, vermeintlich hier, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das ist natürlich alles Humbug. Hier geht es darum, dass sich die Landesregierung längst zum Büttel von RWE gemacht hat, um die Rodung jetzt schon zuvor vorzubereiten. Auch dagegen haben wir geklagt. Wir haben in den letzten zwei Wochen weitere Eilverfahren vor den Verwaltungsgerichten angestrengt, Aachen und Köln, weil wir gesagt haben, das, was jetzt im Wald abgeht, ist durch die Stillhalteerklärung, die wir von RWE erwirkt haben, nämlich bis frühestens nach der Gerichtsentscheidung mit Rodung anzufangen, dass dagegen fortwährend verstoßen wird. Nur, die Verwaltungsgerichte wollten unserer Argumentation nicht folgen. Für die war das die Entnahme von einzelnen Bäumen. Und das ist der eigentliche Skandal, dass offenbar auch die Gerichtsbarkeit, zumindest hier vor Ort, dieses unhaltbare Vorgehen auch noch deckt. Aber nach wie vor, wir sind optimistisch mit eurer Unterstützung, mit der Unterstützung der Politik. Und auch heute sind wieder viele maßgebliche Bundespolitiker hier.
dass wir es schaffen, auch diese Saison für einen Rodungsstopp zu sorgen. Und deswegen ist es klasse, dass ihr hier seid. Und deswegen hoffe ich, dass wir am nächsten Samstag, wenn wir gemeinsam mit unseren Freunden von Campact, den Naturfreunden und Greenpeace, wieder zu einer Großdemonstration hier drüben aufrufen, dass wir dann vielleicht noch mehr Leute sind, um ein noch stärkeres Signal an die Politik zu setzen. Retten statt roden muss das Motto sein. In diesem Sinne, Hambi bleibt!